Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine weitere Folge Far Cry 5. Ich wechsle hier direkt ins Spiel mit der schönen Hintergrundmusik. Und wir setzen hier direkt fortsetzen, wo wir das letzte Mal sind verblieben. Und zwar mit einer Schaufel. Yeah! Und unserem Kollegen, den schlage ich wieder nicht ab, sonst plötzlich will er uns drum bringen. Und wir müssen hier auf jeden Fall an so einen Aussenposten gehen. So, komm, schwimm, schwimm, schwimm. Das ist noch geil gemacht, so die Ansicht, wie die Arme vorkommen. Was ich vielleicht auch noch probieren könnte, ist halt ein bisschen Ausprobieren und das Versuchen, aber ich tue das extra aber nicht wegschneiden, damit ihr auch ein bisschen seht, was für Schwierigkeiten das ich habe oder was für Sachen das ich ausprobiere etc. Sichtfeld. Sichtfeld steht jetzt bei 75. Ich tue es mal auf 90. Und nehme mich gerade Wunder, wie das ist. Okay, ich müsste fast irgendeinen Referenzpunkt haben. Das ist noch so schwierig. Also wir haben jetzt hier unseren Kollegen als Referenzpunkt. Ich hoffe, der bewegt sich nicht allzu fest. Und da links oben das Blümchen, das man noch sieht. Das ist aber komisch. So. Mir hat es nicht einen grossen Unterschied gemerkt vom Sichtfeld. Ich bin schon wieder am falschen Ort. Da. Sichtfeld gehen wir wieder auf 75. So. Okay, man sieht schon etwas weniger Sichtfeld. Ich glaube, ich überlasse so. Damit ich da die Waffe und das ganze Zeug ein bisschen. Ja, schon schwierig. Weil eigentlich rein theoretisch der Mensch hat eigentlich ein grösseres Sichtfeld als 75. Von dem her würde ich mir es eigentlich gerne ein bisschen höher einstellen. Ja, wir tun es mal auf 85. Ich denke, da sehen wir immer noch genug. Und ja, los geht's. Halt zu Fuß, aber ist ja nicht weit. So. Okay, dann kann man unsere Kollegen da wieder ein bisschen steuern. Wird gemacht. Aha, und der läuft einfach dorthin, was ich ihm sage. Was ich beim Wildlands hat cool gefunden, man hat wirklich auf der Karte zum Teil können auswählen, wo dass die Verbündeten sollen herlaufen sollen. Und hier tut es mir jetzt da den Gegner auch nicht markieren. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich ist man da auch wie zu weit weg. Das ist ein bisschen speziell. Was ich schon viel habe gelesen, was empfehlenswert ist, dass man sich wirklich anschleicht mit Takedowns etc. Aber ich bin eher so ein bisschen der Stürmer, Rusher und drauf losknallen halt. Okay, das wär's schon gesehen. Und ihr seht, mit Anschleichen etc. hättet ihr da wahrscheinlich dreimal so viel Zeit gebraucht. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. So. Ich sterbe dann aber mit Würde. Die ganze Kiste habe ich mir auch auf den Rücken gebungen. Das ist gerade verschwunden. Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwelche Strom. Das sieht auf jeden Fall irgendwie giftig aus. Da bekommen wir wieder so Hallus. Keine Ahnung, ob das da ihr heimliches Elixier ist. Aber es zieht uns eigentlich auch kein Leben ab. Oder bis jetzt auch nicht.
Okay. Speziell? Ja, jetzt glaube ich, haben wir die Munition voll. Einmal vor Polizisten. Vor Pistolen. Wir leiden schon langsam. Das ist oft. Tu doch, heilige Scheiße, Mann. Danke. Bitte. Und da? Zu trinken? Nichts. Oh, Geld. So ein Medipack würde ich noch gerne nehmen. Ja, was willst du mir sagen? Aha, nein, du wartest jetzt zuerst. So, die Sekte treibt sich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Echt jetzt? Vielen Dank. Ich glaube nicht an Glück, aber verdammt nochmal, ich sollte tot sein. Ah, das können wir schnell ändern. Mann, ich wusste dir jetzt nicht zu trauen. Ja, und jetzt? Willst du hier warten, bis sie wieder kommen? Jetzt fährt er auf den Wischen. Ernsthaft? Aha, gehört euch das dem? Dumme Sich. So, gut, fertig, lustig. Das ist, glaube ich, unser Kollege. Können wir jetzt den daher befehlen? Oh Gott, wo ist es schon wieder gesehen? Wo kann ich da schon wieder? Nope. Das ist Inventar. Da können wir schauen, was wir alles für Scheissdreck gefunden haben. Nitro. Na, dann können wir uns da auch zum Teilchen Zeug basteln. Ein Glas voll Schrauben. Ja, wieso nicht? Sprengstoff. Immer schön. Ich hätte eigentlich wollen, da unser Kollege. Den sehen wir nämlich auf der Karte sogar. Ich muss wirklich schnell wieder in die Einstellungen gehen. Das ist doch auf Nummer 8 und 9 gesehen, oder nicht? So, jetzt kommt er daher. Der hätte uns eigentlich vorher da noch ein bisschen unterstützen können, aber er hat eigentlich ein bisschen falsch gesteuert. Ich glaube, der hat dann einfach dort oben abgewartet und zugeschaut. Gut. Ja. Okay, bin bereit. Mal ein bisschen die Aussicht genießen hier. Ja. So. Fischli jetzt auch. Versunkene Schätze. Ich glaube, wir gehen da mal her. Folgen ignorieren. Okay. Gut. Was ein bisschen schade ist, dass da nie so Töpfe oder Autos rumstehen hat wie im Wildlands. Das war immer so ein bisschen gäbig gewesen, als Transportmittel. Hier ist einfach. Ja, bitte. Kannst du da nicht raufklettern am Auto? Hier sind die Entfernungen recht kurz. Darum ist es eigentlich auch egal, dass wir da kein Fahrzeug haben. Aha. Finde. Aber das wäre doch jetzt. Da sind wir ja vorher drin gewesen. Okay, vielleicht zeigt es uns das einfach noch auf der Karte an. Ah, mal. Jetzt ist es blau, jetzt ist gut. Aber vielleicht sind wir wie vorher zu früh dort gewesen. Nein, da ist es ja noch. Versunkene Schätze, das haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Wir gehen dann mal zum nächsten Posten. Halt auch wieder zu Fuß.
unseren Kollegen mal rufen. Ups. Und probieren da unentdeckt zu bleiben. Da sehen wir ja schon, wenn der weiße Balken voll ist, entdecken sie einen. Da kann man sich eigentlich so ein bisschen Zeit lassen und dann halt im letzten Moment davon laufen oder drücken oder was auch immer. Also hier sehen wir noch ein bisschen, was wir alles haben. Wir haben auf jeden Fall Handgranaten noch zur Verfügung. Ich weiss gar nicht, ob das unter Wurfmesser sind. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der, der schleicht. Slow Motion! So, jetzt haben wir da wieder ein Dörfli eingenommen. Silver Lake. Da sieht irgendwie wieder genau gleich aus wie der andere. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Hey Lars, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Sids haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und... So, komm, stellt auch ein Radio ab. Kann ja niemand hören, das Zeug. Ja, was ich? Mein Gewehr, du Arsch. So, mit dem da hier nicht wollen reden, eigentlich vorher noch. Aber der ist jetzt auch abpisst, weil ich geschossen habe. Das geht nicht mehr. Man muss das Beste aus dem machen, was man hat. Ja, ja. Da ist vielleicht noch einer. Echt jetzt? Vielen Dank. Ah, schon. Bitte. Ich glaube nicht an Glück, aber verdammt nochmal, ich sollte tot sein. Die wiederholen sich dann von jedes Mal wieder. Die haben so ein paar Texte, die sie gespeichert haben. Ich schaue da wieder mal ein bisschen das Zeug. Was ist denn da, sehe ich's? Sieht irgendwie aus wie ein Briefkasten und hankerum wie irgendeine Alutonne, wo man das Zeug drücken kann. Das ist auch zu. Employers only, okay. Mal schauen, ob die kaputt geht. Ja, beruhigt mich. Wir sind im Kriegsgebiet, was erwartet ihr? Ach, könnte man den jetzt da hier auch noch anheuen, für das der mit uns. Es gibt immer einen, der dich für irgendwas braucht. Hallo? Nein, das geht nicht. Und der Kollege da hinten. Können wir auch nicht, okay. Müssen wir auch noch ein bisschen abwarten. Mir denkt es einfach, weil der da hier so ein Symbol oben dran hat, sollte man dann da hinten etwas machen können, aber anscheinend nicht. So, gehen wir da mal zum nächsten Posten, damit wir da etwas mehr als einen Ort reinnehmen können. Ist für mich aber auch noch ein bisschen schwierig. Ich bin halt der, der gerne am Anfang des Spiels recht lang hat und recht lang rumschaut und hier und da. Und dann gegen Schluss des Spiels wirklich schnell die Tür rushet. Der ist nicht mehr bewacht hier. So. Schnell da noch schauen, ob da noch etwas rumliegt. Sieht schlecht aus. Dann gehen wir da mal rauf. Vielleicht auf dieser Seite. Ich weiß, was du denkst, aber nein!
Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Ja, ist echt noch krass, da so Gitter oder so, ich gar keine. Schaut euch mal den Fuß an. Ist ja cool, wenn ich da so für einen Tipp. Wow. Aha, es geht da weiter rauf. Wie gesagt, ich kann recht lange so Zeit verschwenden mit so Scheissdreck. Es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, was passiert, wenn ich jetzt da runtergumpen würde. Also, ziemlich sicher stirbe ich, aber man weiß nie. GTA 5 zum Beispiel. Plötzlich landet man auf einem Büschli und überlebt es dann gleich. Hey Deputy, ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erkläre dir, was ich so höre. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit du das gesamte Gebiet sehen. Ja, ich sagen, schon viel besser so. Unterteilt. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen, der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith. Ihr kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Gut, wunderbar. Der Nebel sollte sich bald lichten, dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Das ist jetzt wieder eine sehr lange Ladezeit. So. Ach, Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Was zur Hölle? Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. So, jetzt können wir uns jetzt endlich wieder mal frei bewegen. Ich habe es einfach vorher cool gefunden, dass man da oben so ein kleines leichtes Baupeln hat, bestimmt. Freund, ich habe dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Da
Er hat einen sehr nervösen Fuß. So, fertig, lustig. Ich hatte vorher fast noch etwas wollen, aber ich weiß gar nicht was. Genau, eigentlich haben wir da vorher noch unseren Kollegen da oben gehabt. Ich wollte eigentlich probieren, dass wir den runtermüpfen können. Aber irgendwie ist jetzt der plötzlich wieder verschwunden. Das ist sehr speziell. So, jetzt sollten wir doch da sehen, wo die Story. Storygeschichte ist. Ah, da hat er uns empfohlen, zuerst herzugehen, und das machen wir jetzt auch. Respektiv wird es dann auch schon wieder das Ende sein von diesem Teil Far Cry 5. Das nächste Mal geht es auf jeden Fall weiter. Und ich würde sagen, wir gehen da mal noch ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier früher loslassen kann. Genau. So, und das wäre es für den Teil 3. Und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal bei Far Cry 5 oder sonst auf Speedy Swiss Gaming. Wie gesagt, Ego Shooter ist nicht mein Top-Favorit. Bei mir sind es wirklich Renngames. Und wir starten da wieder das Oberste und können es eigentlich wieder umbringen. Aber ich würde wirklich sagen, das ist jetzt das Ende gewesen und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.